Hallo liebe Stillhalter, viele von euch nutzen eine GmbH, um damit natürlich auch der eingeschränkten Verlustverrechnung aus dem Weg zu gehen. Das heißt, dass sie weiterhin ihre Optionsstrategien wie einen Iron Condor, Butterflies etc. gut durchhandeln können. So, jetzt ist natürlich so eine GmbH, auch wenn man ein GmbH-Konto zum Beispiel bei Interactive Brokers oder CapTrader Links, wie sie alle heißen, aufsetzt, erstmal eine gar nicht so kleine Herausforderung, denn es werden viel mehr Dokumente als auf privater Ebene gebraucht. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, was ist denn mit den Marktdaten? Denn wenn ich über eine Kapitalgesellschaft handle, dann bin ich nicht mehr als Privatperson, wo ich eben relativ günstige Marktdaten habe unterwegs, sondern ich bin in der Regel als Professional Händler eingestuft worden. Was jetzt vielleicht erstmal für den Händlerstammtisch cool klingt, ist aber in der Realität eine relativ teure Sache. Und ich möchte euch heute mal zeigen, welche Marktdaten wir für unseren aktiven Handel nutzen. Da muss man auch gleich dazu sagen, wer jetzt nur ab und zu einmal im Monat, um den steuerlichen Vorteil einer GmbH zu nutzen, sich Amazon-Aktien kauft, für den ist das alles nicht relevant. Der kann auch mit verzögerten Daten arbeiten. Aber wer wie wir sehr aktiv verschiedene Einkommensstrategien handelt, auf Aktienoptionen, Optionen schreibt, auch komplexere Strategien, dass sie nicht nur nackte Optionen handelt, sondern auch mit 4 bis 6 Optionslegs das umsetzt, der braucht auf jeden Fall Echtzeitdaten, weil ansonsten ist das Ganze gewissermaßen Fischen im Trüben. Wie nutzen wir das Ganze, beziehungsweise wo stellt man das Ganze ein? Ihr seht jetzt hier die Kontoverwaltung von ja, so einem GmbH-Depot und ihr seht jetzt hier unter Einstellungen gibt es hier den Punkt Marktdatenabonnements und dann muss man hier auf dieses Mausrädchen klicken. Und dann kommt man hier in die Marktdatenabos hinein. Und was uns wichtig ist, ist eben, dass wir auf alle US-Märkte, auf die Aktienoptionen vor allem, diese Echtzeit-Marktdaten haben. Dass wir zum Beispiel für Optionen wie die SPX-Option, die Russell-Option, also die RUT-Option, dass wir die in Echtzeit haben und deswegen haben wir folgende Pakete genommen. Grundsätzlich kann man auch immer mal alle Pakete mitnehmen, die quasi mehr oder weniger freie Pakete sind. Das heißt, die kosten hier zum Beispiel, wie hier dieses Paket, das kostet zwar 5 Dollar im Monat, aber wenn ich 15 Dollar Provision generiere, und das machen wir locker am Tag letztendlich, dann ja, nehme ich da immer alles mit. Ich gucke da auch immer mal regelmäßig durch, manchmal ändert sich das ja auch und man weiß ja nie, für was man es letztendlich braucht. Aber das entscheidende Paket ist jetzt hier US Equity and Options Add-on Streaming Bundle, das eben mit 125 Dollar wirklich hineinschlägt und das summiert sich natürlich dann auch auf Euro umgerechnet sind es dann knapp 120 Euro im Monat. Wie gesagt, die oberen beiden Pakete, die fallen dann wiederum weg. Aber das ist das, was man dann letztendlich bezahlen muss. So, jetzt gibt es natürlich da auch Wege außenrum. Man könnte zum Beispiel sagen, ich habe noch eine private TWS, die ich parallel aufmache und habe da natürlich kaum Kosten, 5 bis 10 Dollar. Ich weiß aktuell ehrlicherweise gar nicht genau, wie viel es ist, aber es ist relativ wenig und guckt da einfach nach und übertragt dann die Trades. Aber wenn man viel handelt, dann ist das irgendwann wirklich auch unbequem. Also für eine nackte Option würde ich das noch machen, aber wenn ich dann eben eine komplexere Strategie wie eben einen Iron Condor handle, wo sich dann eben letztendlich die Spreads von verschiedenen Optionslegs ja aufsummieren und ich dann ja auch einen komplexeren und einen breiteren Bid-Ask-Preis meiner komplexen Optionsstrategie bekomme, dann muss ich das erst alles in der anderen TWS nachbauen letztendlich, muss es dann wieder in der GmbH-TWS neu mir erzeugen und dann ändere ich nur einen Optionsleg, dann muss ich wieder von vorne anfangen. Also es ist für uns keine praktikable Option und deswegen ja, bleibt für uns kein anderer Weg. Es gäbe natürlich einen anderen Weg, aber der ist dann einfach auch zu komplex, auch zu fehleranfällig und die Zeitersparnis ist es uns, oder beziehungsweise der Zeitmehraufwand ist es uns da nicht wert. Deswegen bleibt uns nur diese Kröte zu schlucken. Deswegen, das ist unser Paket, das nutzen wir hauptsächlich. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze bewerkstelligt. Habt ihr vielleicht nur nackte Optionen, dann reicht ehrlicherweise auch der Trick mit, vielleicht auch mit zwei Monitoren, dass ich gucke in einer anderen TWS, wie sind die Preise aktuell, aber gerade mit komplexeren Geschichten. Deswegen, das ist ja meistens ein Grund, warum ich überhaupt so ein GmbH-Konstrukt habe. Ja, da führt aus unserer Sicht dann kein Weg daran vorbei. In diesem Sinne, ich freue mich da auf eure Rückmeldung und bis zum nächsten Video. Bis bald!